Willkommen zurück zu Let's Play Falska. Inzwischen haben wir einen Questmarker auf dem Dingen da. Das liegt daran, dass wir eine schöne Notiz gefunden haben. Was war das Ding hier? Victors, go now to the ruins below the springs, where the Dwemer once roamed. There's a chamber off to one side. You must cover up the entrance and make it secret. Place a crystal in there while you use it. That way, if anything goes wrong, it will not be discovered, and we may retrieve it later. Burn this letter after you read it. Der Letter, übrigens sehr interessant, lag hier unter dem Tisch, direkt unter diesem Aschehaufen. Ich finde es irgendwie ein Wunder, dass ich den tatsächlich gesehen habe. Auf jeden Fall können wir das Ding jetzt hier auf jeden Fall aktivieren und Regal ist offen und wir sind glücklich. So, interessanten Stein hier. Okay, damit sollen wir jetzt wieder zu Dingens gehen. Moment, das Buch, das können wir glaube ich schon aus Skyrim. Interessiert also keinen. Moment, Quests. Achso, wir sollen mehr über das Ding rausfinden. Aber wie? Wenn ich fragen darf, wie? Also beendet man hier eine Quest, kriegt man schon gleich wieder die nächste. Naja, auf jeden Fall, das sind die beiden Quests, die jetzt gerade für uns wichtig sind. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, warum dieser Ort jetzt so eine komische Aura hat. Warum laufen wir eigentlich hier lang und nicht durch den Wasserfall? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wegmäßig macht das kaum einen Unterschied. Oder nur minimal. So, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es in-game gerade? 3. 3 Uhr nachmittags. Mit anderen Worten, wir haben noch 9 Stunden Zeit. Da müssen wir wieder im Dorf sein und die andere Quest eben erledigen. So, wo führen uns jetzt denn die Markierungen so hin? Ist alles Return zu Clara und da unten. Ach, da müssen wir auch sowieso noch mal hin. Da können wir uns dann auch noch drum kümmern. Alles klar. Was ich vorher aber vielleicht mal eben mache, ist, ich laufe zu diesem schicken Örtchen da hinten, wenn das uns gerade noch auf der Karte angezeigt wird. Ich hoffe jedenfalls, dass das wirklich noch ein schickes Örtchen ist, nicht, dass das, obwohl ich glaube, das ist der Ort, wo wir nachher für die Quest hin müssen, oder? Na gut, dann machen wir es vielleicht später. Laufen also erst nochmal zurück. In der Nähe, da gab es auch noch eine Mine, da kann ich vielleicht rein. Also in der Nähe von der Stadt, genau die hier meine ich, die wir jetzt gerade sehen. Können wir uns ja mal eben drum kümmern. Ach, Nierenwurz wächst ja auch noch. Das ist ja mal schick. Ich frage mich auch, ob es ja auch Drachenangriffe gibt oder ob auf die verzichtet wurde. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber wir finden es bestimmt irgendwann mal raus. Wir werden ja einige Zeit hier auf der Insel verbringen. 20 bis 30 Stunden soll man wohl mit der Mod hier beschäftigt sein können. Und das sieht, wenn man mal so die Größe der Welt hier betrachtet, sogar sehr realistisch aus. So, hier ist die berüchtigte Mine, die noch bewohnt ist. There's nothing like a hard day's work in the mine. Ja, da könnte er recht haben. Die Frage ist, gibt es hier drin was Interessantes? Weil es sieht ja wirklich wie noch eine bevölkerte Mine aus. Also eigentlich nichts für mich. I have to go. Weil wir gehen ja eigentlich nur dann in Minen rein, wenn die schon alle untot, tot, was auch immer sind. Also lassen wir es hier erstmal. Ist eine zivilisierte Mine. Soll es ja auch noch geben. Wir können auch mal ein bisschen durch die Stadt gehen. There's nothing like a hard day's work in a mine. Ja, super. Was haben wir hier eigentlich? Ah, Baracken. Jetzt Hey, haben wir die Mister. beiden Schmiede. Was? Wer bist du denn? When I grow up, I want to be an adventurer like you. Ja. Hast du jemals einen Drachen gesehen? Das könnte vielleicht unsere Frage hier beantworten. A dragon? No. But if I ever do, I'll fight him and Was show sind, him how glaube ich, auch tough nur I am. I wish Standardtexte, they oder? were real. That'd be so cool.
Weil ich weiß gar nicht, ob das wirklich was mir hier drüber sagt. Vielleicht hat er einfach nur nie einen gesehen. Hello. Yes. Hi. Dein Pferd, kann man das kaufen? I suppose so. I haven't had much use for him in a while, and he gets sad just sitting in his stall all day. I'll let him go for 1,000 gold. Ja gut, nehme ich mal. You won't regret it. He's a tad on the old side, but he's strong and brave. He's made it through a run-in or two with bandits over the years. He's saddled up in a stable on the east side of town. Solid brown with white hooves and a shining coat. I may not use him much anymore, but I still take good care of him. Das ist schön. Übrigens glaube ich könnte dich Oh, you think schlagen. so, eh? How about you put some coin on it and we see what happens? Ja, dann All hart right, drauf. friend, you're on. Fists only, no weapons or magic. Hands up. Let's do this. You are about to be educated in the art of losing. Ja, natürlich. Stop it. Obwohl man ehrlich gesagt sagen muss, der hält scheiße viel aus, den kriege ich doch nicht so schnell runter. Da bewegt sogar Khajiit und macht dann aber nur extra Schaden. Ich glaube, der denkt sich auch gerade das gleiche über mich. Also uns macht der auch wirklich überhaupt keinen Schaden. Selbst diese geringe Lebensregeneration, die man hat, die man ins KMR hat, die ist ja schon mehr, als der mir hier Schaden macht. Also im Endeffekt gewinnen wir das nach einer Zeit jedenfalls. Dauert halt nur ein paar Jahre. Ein paar Jahre, in denen wir die ganze Zeit ordentlich draufhauen werden. Ja, damit. Oh, und wieder die linke und die rechte und die linke. Ich hätte mich nie mit diesem Typen einlassen sollen auf so einen Faustkampf, weil das dauert einfach ewig und noch nicht mal die Musik ist entsprechend. Und rechts, nochmal rechts. Vielleicht diesmal eine linke? Ich finde es ja schön, dass die Khajiit ja eigentlich immer schon, also auch schon seit Morrowind ist das ja so, dass die Khajiit immer eine eigene Zuschlaganimation sogar haben. Weil die ja einfach besser mit den Fäusten sind, wegen den Krallen und so. Ach, komm. Wie lange soll das noch so laufen? Wo ich mich irgendwie etwas frage, wenn der Khajiit sowieso mit seinen Krallen zuschlägt, warum macht er dann Fäuste? Zum Abblocken nur? Also muss man die Hand erst wieder aufmachen, um dann zuzuschlagen. Ist das nicht auch so ein bisschen nervig eventuell? Und oh Gott, dauert das lange. Wer hat ihm denn so viel Leben gegeben? Na gut, der hat natürlich auch noch die dicke Rüstung an, die wir natürlich auch anhaben. Wir haben eigentlich sogar eine dickere Rüstung an, weil wir noch was an den Armen haben. Ja, ein paar Jahre dauert es wohl noch, dann haben wir es. Aber man merkt ja, man macht ihm langsam Schaden. Irgendwie so ein Pixel geht ihm mit jedem Schlag vielleicht weg. Und ein Pixel ist irgendwie verdammt wenig. Aber gut, wir haben Zeit. Ich kann mal mit beiden Händen gleichzeitig wieder so zuschlagen hier. Immer schön ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie tief man die nochmal runterbringen musste, damit die offiziell verloren haben. Aber auf jeden Fall sieht es aus, als ob es noch ein bisschen dauert hier. Ich glaube, ich sollte mal die ganze Zeit mit rechts zuschlagen. Irgendwie ist rechts ja so eine schöne Hand. Wir können natürlich nebenbei einfach diese schöne Musik genießen. Naja, Musik ist zwar schön, passt aber irgendwie nicht zum Boxkampf hier. Trotzdem genießen kann man die. Man schläft vielleicht bei ein, aber kann einiges. Ja, schön, dass du Schlammkram so fürchterlich findest. Ich sag's auch keinem weiter, dass du Angst vor denen hast. Ach, Gabriel. You don't stand the chance.
Immerhin, so geht eventuell auch die Zeit rum, bis dann endlich Nacht ist. Aber ich glaube, wenn wir hier mit dem erstmal fertig sind und hier Meldung gemacht haben, dann raste ich einfach den Rest der Zeit bis Mitternacht und verstecke mich dann da in dem Busch. Ja, ich glaube, wir haben den hier bald. Also ein paar Stunden dauert es zwar noch, aber dann haben wir den. Ist immer schön hier im Wechsel draufhauen. Immer die linke, dann die rechte, dann die linke und die rechte und die linke und die rechte und beide gleichzeitig. Oder ist eigentlich auch beide im Wechsel noch. Your adventuring days are over. Ja, nee. Es war wirklich interessant, wie der uns absolut keinen Schaden macht. Obwohl ich glaube, also ich kann das täuschen, aber wenn man so ganz nah hinguckt, es kann auch sein, dass der wirklich uns ein bisschen schon was abgezogen hat, was sich auch nicht so schnell wieder regeneriert, oder? Was ist jetzt? I'll let you live. Oh, you are much stronger than you look. Ja. A well-deserved reward. Take it. Nein, ich prügel mich jetzt nicht nochmal mit dem. So dumm bin ich nicht. Weil das dauert Jahre. Ich melde mich jetzt erstmal bei der einen hier. Ich meine, wir haben ja jetzt schon bewiesen, wer hier der Stärkere ist. Das sind natürlich wir. Ah, die ist gerade hier im... Ach nee, wir... Zu welcher Quest führt mich das gerade? Ach doch, die ist abends ja immer im Inn. Ach ja, die Köchin, ich erinnere mich. Ach, ja, Leute, interessiert euch. Wer ist eigentlich Rubik? Good evening, Miss. Can I play you a song? Miss? Habe ich mich verhört? Moment, kennst du viele Lieder? I know plenty of songs. I wish I knew more, though. The bards kind of died off a while ago. I've been trying to recollect their work for years. However, some of the pieces are harder to get to than others. Und die sollen wir jetzt wahrscheinlich right getten, oder? There's one in the ruins of Holmer called the Wandering Bard. I'd love to have it. If you have any spare time and could get it for me, I'll buy it off you. I'll pay good too. Na, was macht man sonst mit seiner freien Zeit? Könnte ich mir vielleicht mal ein Lied wünschen? Das Herz der Götter. Ah, the tale of the great Olav Borvaldur and his heroic act to save the Nords. That's a song I'd be happy to play. Yes? Alles klar. Da können wir mal mit Hintergrundmusik mit der reden. Also, da waren bei den Quellen so ein paar Nekromanten, die so einen komischen Kristall benutzt haben. Was that what was making the place feel so terrible? So we can go there again? Wonderful. It's been a while since I've gone. I'll have to grab Njola and Varina sometime. Thank you for doing this. I can't give you much coin, so to make up for it, I'll talk to Njola about giving you a discount for staying at the inn. Na, hätte ich den mal früher gekriegt. Don't fall and hurt yourself now. So, das wäre jetzt erledigt. Was haben wir jetzt sonst noch eben zu tun? Ja, das muss ich ja woanders machen. Songs of the Dead, wo ist das? Ach, ist auch wieder da unten, aber ich glaube, da ist auch keine Lust zu. Ja, das ist eine Sache, die können wir demnächst mal machen. Das ist wahrscheinlich das, was wir als nächstes machen, oder? Und wo war das nochmal? Ach, das ist auch wieder... Ich möchte erstmal nichts machen, was hier an dieser Felswand vorbeigeht. Wir werden also erstmal eben nicht diese Quest machen, sondern wir machen diese Quest. Und wo war das nochmal? Das war auch da unten alles, oder? War hier denn, warum sind hier drei Questmarker auf einmal? Wir können auch erstmal Harold fragen nach dem Ring. Und darum kümmern wir uns gleich natürlich. Danach an, reden wir mit dem komischen religiösen Menschen da. Aber erstmal Harold. Was weißt du denn über diesen Ember-Ring? Na, also, ich würde gerne das sagen. Hallo? Kann ich mal mit ihm reden?
fällt mir gleich was vom Tisch. Was soll das? Der redet nicht mit mir. Soll ich einfach mal warten? Vielleicht hat er in Wirklichkeit irgendwie einen Text mehr. Der checkt nicht, dass er einen Text hat. Wie bitte, was? Nur ich kann nicht mit ihm reden. Das gibt's doch nicht. Alles klar, das fällt schon mal flach. Machen wir später. Also kümmern wir uns jetzt erstmal. Also gehen wir jetzt, wo gehen wir jetzt nochmal hin? Also. Ja, wir kümmern uns natürlich erstmal um die Sache hier in der Stadt, ne? Wie spät ist jetzt? 7 Uhr abends. Apropos, so spät schon? Ich glaube, ich soll die Folge mal beenden. Ja, also, ich hoffe, dann ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Dann suchen wir mal den Hühnerschreck da hinten. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag und ciao.